Ja, willkommen zu einer neuen Folge Empyrion. Und ja, ich hatte ja schon mal in der letzten Baufolge von der Basis hier angesprochen, dass es dann noch eine Erweiterungsfolge geben wird. Ja, es wird eine 2.0 Version geben. Die will ich in der Folge fertig bauen. Wie man sieht, ist ja noch ein Häusel dazu gekommen. Das wollte ich mir. Dazu müssen wir mal in den God-Mode kurz gehen, damit ihr das sehen könnt. Und zwar, ja, haben sich scherzesweise die Leute im Discord beschwert, in der anderen kommen, ja, dass zu wenig Parkmöglichkeiten bestehen würden. Also das war scherzesweise. Ich habe gesagt, okay, ihr wollt mehr Parkmöglichkeiten, könnt ihr kriegen. Und ja, was ist entstanden? Ein Parkhaus. Einmal hier oben für kleine Raumschiffe mit zwei Parkdecks. Das ist noch nicht ganz fertig ist. Mal gucken, wie weit ich schon dabei gekommen zum Fertigmachen. Ja, hier unten haben wir dann noch im Bodenkleiderhanger. Oder für Schiffe, je nach, kleine Schiffe, je nachdem. Der untere Teil ist schon fertig. Und zu aller guter Letzt, ja, wurde auch der Parkplatz für die großen Raumschiffe, so rum, scherzesweise belächelt und habe ich gesagt, na, das kann ich nicht mehr sitzen lassen. Und ja, hier kommt noch ein größeres Parkdeck für große Schiffe dran. Ja, hier hinten ist allerdings das Baulimit ausgelastet. Breiter kann ich es nicht bauen. Ich werde versuchen, das nochmal bis hier vorzuziehen, eventuell. Ja, dass es hier genau abschließt, muss ich mal schauen. Das werde ich aber definitiv in der Folge nicht schaffen. Das mache ich mal im Off, weil das eine saumäßige Arbeit war. Ja, das muss ich hier im God-Mode bauen, weil ist ja auf dem Server schon die Base und hier, ja, ist ja die Physik tragend. Und nicht, dass das Ganze einstürzt, das wäre schade drum. Und ja, die Base hat natürlich noch ein paar kleine Extras hinzugekommen, die ich heute hier in der Folge noch bearbeiten möchte. Und da gehen wir jetzt hin. Und zwar, es tut jetzt gleich weh. Ja, halt, ist hier noch unterirdisch was dazugekommen. Hier ist allerdings ein bisschen Wasser drinne. Hier kommt noch ein Luftschutzraum rein. Allerdings, der steht jetzt wie gesagt im Wasser. Das ist jetzt eher, weil das ist leider jetzt nicht umsetzen ließ. Ohne große Probleme. Da müsste ich da mit einer Positionsverschiebung arbeiten. Dazu habe ich aber keine Lust, weil das Sisyphus-Arbeit ist. Und ja, hier gibt es noch einen Luftschutzraum 2. Den werden wir heute machen. Also drei Luftschutzräume insgesamt hat es dann, also das ist Spaß, ne? Das ist, und dann hat das Ding noch eine Notenergieversorgung, die ich eingebaut habe. Und zwar hier, falls die Base angegriffen wird, falls das Kraftwerk oben zerstört wird, kann man hier dann später noch eine Notenergieversorgung zuschalten. Da bin ich, den Schalter muss ich noch setzen, die Generatoren muss ich noch schalten. Ja, mit ein paar Tanks noch und hier wäre Platz für einen Reservekern dann, falls der andere Kern zerstört wird. Und auch nochmal ja zwei Solardinger, die Energieversorgung im Notfall sichern, dass die Base auch im Angriffsfall, falls oben das zerstört werden sollte, dass man das schnell noch hier in den Kern reinsetzen kann, dass die Base einsatzbereit bleibt. Gut, aber wie gesagt, heute hier den Luftschutzkeller. In der Bearbeitung. Ich hoffe, ich habe ein Tool dabei. Ich habe ein Tool dabei. Dann brauchen wir noch ein paar Bauteile. Und wie habe ich denn das hier gehandhabt? Dann mache ich wieder den normalen Boden, den ich immer nehme. Halt. Ist eine größere. Hier habe ich ein bisschen geschlammt. Hier müssen wir dann nochmal mit dem Bohrer drüber gehen. Wenn wir das schon mal ausgerüstet haben, können wir gleich hier noch das mal ein bisschen vorziehen. Dann muss ich das später nicht machen. Da habe ich das mit einem Ritt erledigt. So, okay.
ein bisschen Licht fehlt, ja. Dann machen wir die Wände. Wie machen wir denn die Wände? Wir nehmen da mal ein helles Muster. Wir gucken mal, wie das sich hier macht. Ja, das kann man mal machen. Wird dann immer gleich aussehen. So, hier kommen natürlich Duschen und Zeug rein. Das muss ich das erstmal hier wegmachen. Da brauche ich jetzt allerdings wieder die Fliesen. War ich zu gründlich schon. So, die Decke. Machen wir wieder hell. Das spart nämlich Lampen, wenn man einen hellen Größenraum hat. Na gut, das ist ein bisschen sehr hoch mit Speer, aber das dürfte reichen. So, dann. Ach so, ich habe ein Schild an, da kann ich ja nicht bauen. Stimmt ja. Aber die CPU-Punkte, wie gesagt, die muss man leider ausschalten nach wie vor, weil wie gesagt, da müssen sie wirklich nochmal ran. So, machen wir das abwechselnd, dass die Duschräume getrennt sind. Dann bräuchte ich noch ein paar Türchen, das wäre nett. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schaffen kann mit den festgelegten CPU-Punkten bauen. Ich habe sie ja aus auf dem Server, weil das auch große Sachen bauen ist dann immer schwierig. Gut, jetzt haben wir das Bad und das WC fertig. Jetzt kommt hier natürlich noch ein bisschen Deko rein. Das haben wir schon. So, eine Küche brauchen wir. Wäre ganz hilfreich in den Lüftungsbunker. Offenheitsrahmen. So, Betten muss ein Luftschutzraum natürlich bieten. Dann wäre es vielleicht gut, den Aufenthaltsbereich, oder das Sofa ist zu groß bei, oder warte mal. Das geht. Und dann brauchen wir, ist gar nicht mal so schlecht, dass ich die Deckenhöhe so gewählt habe, einen Monitor, einen Arbeitsplatz, wäre vielleicht noch sinnvoll, den wir nicht mehr unterkriegen. Dann nehmen wir mal ein Bett weg. So. Sieht doch schon ganz annehmlich aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Lego-Zeug. Boah. Hier hinten, ne, hier kriegen wir nicht mehr hin. Dann machen wir das mal anders. So will ich das haben. Brauchen wir uns in der S-Ecke. Oder warte mal, wir nehmen mal das. So. Ja, dann müssen noch ein paar Lampen in den Luftschutzraum rein, den mache ich aber später. So, hier hinten war ja irgendwo der andere Luftschutzbunker. Schaffen wir den in der Folge auch noch. Die Feinheiten, die mache ich dann im Off noch fertig.
Weil ich will jetzt eine Mehrteiler draus machen. Der Raum sieht ein bisschen anders aus, der ist größer. So, hier kommen alles. So, ich hab Decke. Durch das Wasser sieht das jetzt komisch aus hier, weil wir unter Wasser sind. Leider. Es wäre geil, wenn es eine Funktion in das Spiel geben würde. Da weiß ich aber nicht, wie das programmiertechnisch klappt, dass man auch unter Wasser bauen könnte, dass es dann halt raus ist, wie bei Ark so ähnlich, dann halt, wo man diese Komponenten hat, dass man unter Wasser bauen kann, aber ich weiß nicht, ob das mit der Engine möglich ist. Hier nehmen wir wieder die. Deswegen sieht das ein bisschen komisch jetzt aus hier. Aber wenn ihr die Base setzt, dann achtet bitte darauf, dass die nicht im Wasser steht. So. Ob ich dazu nochmal extra Video mache, bin ich mir noch nicht sicher. Mal gucken. Also Workshop-Video. Weil, wenn ich gerade die Session aufnehme, ich gerade mal ein bisschen Zeit. Und dann nehme ich immer 3-4 Folgen am Stück auf, wenn ich mal Zeit habe, weil gerendert wird dann früh, während ich Büro mache. Und das macht er nebenbei quasi. Und ja, dann wird es hochgeladen halt auf YouTube. Und da kann man ja die Veröffentlichungszeitpunkte einstellen. Deswegen heißt das nicht, dass ich jeden Tag am Rechner sitze und hier ein Video schneide und hochlade. Also das wird mal in Endred gemacht. Sozusagen, da habe ich vor einer Woche schon quasi vorproduziert, weil das Hochladen geht ja mit einer 100.000er Leitung zum Glück fix, die ich derzeit habe. Und dann brauchst du ja bloß den Text eingeben bei YouTube und dann hier die Videobeschreibung und sagen, du veröffentlichst das morgen, übermorgen, jetzt, gerne oder und so weiter und so fort. Naja, wenn ich früh Büro mache, läuft der Hintergrund die Renderung. Weil manche denken da nämlich, dass ich den ganzen Tag zocke, was auch nicht der Fall ist. Das kann man alles einstellen, alles teilautomatisieren, um Zeit zu sparen. So, okay. Da. Hier kann man gut trennen, weil der Raum größer ist. Ich habe schon mit Absicht eine Trennwand reingezogen, dass hier nach die strukturelle Integrität ein bisschen besser gewährleistet ist. In eine Tür reinbauen, keine Ahnung, eher ne. Ja, das bisschen, dass es jetzt unter Wasser ist, das ist natürlich eher ungünstig, aber ne, ja, was soll's. Ja, kann man auch mehr Betten nehmen. Und das ist das Sofa hier bald zu groß, müssen wir mal gucken. Dann machen wir da oben einen Monitor dran. Was ist denn jetzt? Das ist blöd. Jetzt stört wirklich das Wasser hier drinnen. So, einen Arbeitsplatz sollte man mal noch nehmen. Dann brauchen wir die Teile. Ja, jetzt mache ich den Mist. Hier passen die nicht rein. Ne, da ist die Tür weg. Das ist das anders. Dann brauchen wir hier rein.
Lüftung habe ich schon drin. Das ist ein bisschen blöder als wegen dem Wasser, das nervt ein wenig. So. Und da der Raum etwas größer ist. Können wir noch so ein Ding hier reinsetzen. Durchkommen wir. Licht baue ich dann nochmal später, weil dann muss ich erstmal die Generatoren anordnen, so wird das zu großes Kuddelmuddel, man verliert dann schnell leichten Überblick. Was hatte ich denn hier immer von dem einen genommen? Die hatte ich genommen, standardmäßig. Ja, das mit den ganzen Tag zocken, das haben einige im Freundeskreis behauptet. Deswegen habe ich das nochmal angesprochen, wie gesagt, früh, da wird man nachmittags, abends oder am Wochenende mal, wenn ich meine Ruhe habe, wurde meine Produktion angeschmissen von 4-5 Folgen pro Spiel und früh ist dann während der Büroarbeit, wird gerendert. Sei denn, ich bin unterwegs dann halt, ne. Deswegen kann momentan, also jeden Tag früher Video kommen, momentan wie gesagt. Das kann sich aber mal schlagartig ändern, dass ich das zeitlich dann nicht mehr packe. Weil die Vorproduktion noch gut ist jetzt. Naja, auch als Selbstständiger darf man sich mal frei nehmen. Und mal Wochenende haben. So. Gut, da haben wir das ja schon mit bald hier erledigt. Bin ich dann doch weitergekommen in der Folge, als ich dachte. Ja, Licht muss ich mir unbedingt noch was einfallen lassen. Dort habe ich was vergessen. Machen wir auf dem Rückweg. Da brauche ich nochmal Wand. So, zack. Hier ist das Notfallsystem, kann man Ödler nochmal mitmachen. Hier fehlt noch das Licht dann. Ja, es wird noch einen Moment dauern, bis die im Workshop ist. Aber es kann natürlich wieder sein, wenn jetzt hier die Folge kommt, dass die am Ende doch schon im Workshop ist. Wenn sie im Workshop ist, dann schreibe ich nochmal einen Link drunter. Als Kommentar. So, hier ist der andere Lüftungsraum. Den kann man dann wie gesagt das Licht schalten. Das kommt da drüben auch noch. Ja, gern. Jetzt. Dauert eine Sekunde. Gut, da hätten wir das. Das zeige ich dir nochmal von oben, dass man nochmal den Größenunterschied sieht zum Abschluss. Und ja, dann soll es das mit der Infofolge hier mit der Base 2.0 auch schon gewesen sein. Das ist natürlich wieder finster. Das ist sowas von logisch. Das ist, wir machen mal die volle Beleuchtungsstufe an, damit wir das mal sehen. Da steht das Schiff jetzt drauf, was im Bau ist. Das ist natürlich jetzt vor. Wieso? Wie gesagt, hier ist noch nicht fertig. Da kommt dann noch, so noch verlängert. Das Parkdeck. Vielleicht auch nach hier vorne, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, hier gibt es einen kleinen Bug, dass man in die Dinger reinbauen kann. Die kann man ja abholzen. Das stört mich ein bisschen. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ja, das ist natürlich dunkel. Wie sieht einmal jetzt von der Basis, ne? Also die ist um einiges größer auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder runter. Aber mit den Geschützen hier, die sind ohne ob die. Mal gucken, ob ich die noch im Boden einlasse. Die sind ja schön.
Gut, ja, gucken wir mal zum Schluss nochmal auf die Werte. Ja, Größenklasse 40 mittlerweile. Ist auch noch nicht ganz fertig, weil ja die Blöcke noch erweitert werden müssen. Und ja, schöne Menge. CPU-Stattdichtung müssen wir leider mal außer Acht lassen, weil wisst ihr, wie es ist zurzeit. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.